Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut-Video. Heute Overlord Escape from Netherrealm. Das Ganze ist gesponsert von Katapult bei IndieBoost. Wir gehen rein. Ich glaube, wir gehen einfach instant normal rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Links sind natürlich unten in der Beschreibung, wie immer. Wer gerne selbst testen möchte, spielen möchte, kann dies natürlich jederzeit tun. You don't have a single martial arts skill and you think you can beat the great Lady Clementine? Congrats, now I'm royally pissed off. Are you going to keep raving or actually do something about it? Ja, sie hat eine krasse Armor, ne? Also... What? No way, you shouldn't be alive. I'm curious. How did you like fighting a sword-wielding magic caster? Besser, what the hell? You're all bugged. There was no need for me to fight a mongrel of your level seriously. Even casting the weakest spell to defeat you wouldn't have... would have been a waste of mana. Okay. Come on, mana. Let go of me, you piece of... Stop your squirming. Oh well. Dabei war sie doch hot. I forgot to tell you. Try as I might, I have a tendency to be hypocritical. Naja. Da ist sie gone. Sad. Da sind wir wieder. Where am I? So you are finally awake. Who's there? It has been a while since we last met Clementine. Clementine, that sounds familiar. Is that my name? It would appear your memories are yet to return. No matter, I am the one known as Ains Wilgone. Was ein Name, Digga. You are here to participate in a little experiment of mine. A what now? Experiment. You stand in the great tomb of Netherrealm. If you would rather it wasn't your final resting place, then I recommend you start heading up. What fates awaits you, I wonder? Will you escape our clutches or will you fall to my servants? We'll be watching you with great interest. Hey, wait. Ada, wait. He's gone. What the hell was his problem anyway? Guess I should start by finding myself a weapon. Okay, wir haben Fäuste. And a little bit of mana und ein Sword. Stiletto. Wait, this is one of my stilettos. Let's go. Drone. So weit, so easy. Oh Gott. Hey, warum klettert sie denn da nicht hoch? Geh doch. Okay, ich bin wieder rausgedasht. Kann ich sprinten? Ja, kann ich.
That's why you get the feeling you should use mana on it, ja, natürlich. Wir haben genug. Achso, ja. B ist der Control-Button, um zu benutzen. Nothing happened, we can't use this yet, okay. My mana's gone. Aber wir können ziemlich hoch springen. Können wir hier unten. Ups. Unten weiter? Ja. Save Point. Können wir erstmal saven. Sehr schön. Sich sehr Castlevania-like an. Da kommen wir nicht rein. Ups. Weil der ist ja, guck mal, eine High Jump, ja. Was haben wir hier? Tend the ability. Irgendwas Key. Das ist hier Boost Key, ja bitte. Found a Spring. Sensor all the materials believe boost. Muss man, ja. Warum nicht? Wir haben genug. Remember how to use ability boost. Max HP increased. Nice. Immer 110 Leben. Natürlich auch noch weiter vorausgehen. Traps. Ja, da kommen wir also nicht weiter. Warum klettert sie denn manchmal nicht drauf? Das ist ein Puzzlestück. Hä? What's that? Tent Memory Fragment 49. Ah, Memory Fragments, okay. Hier haben wir ein paar. 43, 55. Sehr gut verteilt. Jump back to evade attack. Ja, ja. Oder ich klatsche sie einfach. Wie wär's damit? Ups. Verdammt, ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich eine Map hab. Da haben wir eine Map. Let's go. Kommen wir nicht durch. In sein Messer gesprungen. Das ist natürlich richtig gut. Kann ich nicht öffnen? Sad. Oh, zweites Stiletto. Den Shortsword. Wir können Equip jetzt in Return von the Pause Menu. Okay. Sub-Weapon. Okay. Ja, every time. Okay. What's that? Are those people?
die Halle. Der Vorfahren. Zockback hier und holt X to unlock it, okay. Nice. Okay, wir haben. Können wir hier mal speichern? Ich habe vergessen, nämlich zu speichern. Red Fireball. This will invoke the magic you have equipped, then when the Scorch empties, your magic will cease to be invoked. Okay. When your magic is invoked, you will be able to use it to attack. You will return automatically by selected while invoking magic. You are immune to magic the same type as the one you have equipped. Your fire magic equipped, for example, you won't be affected by firewall traps or enemies' fire attacks. Oh, nice. Moment, das kann ich nicht kaputt machen, das Ding. Was denn? Jetzt bin ich hier wieder. Wir irgendwo ein Feierding? Nee, ne? Hier ging es ja einfach nur nicht weiter, hier würde ich sterben. Ich ran. Na komm. My head. Damn, that hurt. Just remember something, does that make this a memory of mine? That monster, how dare he do this to me? I'll get him for this. Okay. Kam irgendwie ein bisschen spät. Die Memory. Sind halt Blitzattacken. Da komme ich nicht durch. Immer noch nicht, natürlich. Also da können wir jetzt einfach durchlaufen. Das ist das Positive. Ja, und das ist ja jetzt nur dieser Magic-Raum, ne? Ja, das sind die Zeiten, ab denen ich nie weiß, wo ich lang muss. Das ist das Problem. Laufen wir mal hier runter. Ich weiß nämlich nicht. Ah, okay. Never mind. Hammer. Hammer Axt. Ich meine, es ist slow, ne? Das ist das Problem. Effect of against undead. Nullifies enemy's guard. Ja, let's go. Ich will mich erst kurz da oben ein bisschen umgucken. Aber zum Fireball-Use, sehr gut.
Ja, das keine. Nehmen wir den Mana noch so, jetzt können wir weitergehen. Ah, jetzt war ich schon da. So schlecht gesprungen hier. Okay, das war's. Der Blood Stain da ist ein bisschen. What the heck? I'm locked in. Ja. Das war's. Nicht so strong, die Boys. Komm ich da nicht drauf? Ich hätte jetzt gedacht, von hier kann ich auf jeden Fall drauf springen. Sieht nicht so aus. Wird später noch. Bitte? Oh lol, da sind Stacheln. Toll. Nicht gesehen. Mein Fehler. Can use this forge to upgrade your weapons. You shouldn't be able to use them on a... ja, klar. Waffen upgrade, nice. Ich glaube, die Stilettos sind mein ultimatives Go-To, ne? Deswegen upgraden wir die mal. Wenn wir noch können. Ja, können wir noch. Jetzt nicht mehr. Aber... Ah, da haben wir die Tür geöffnet. Sehr gut. Das ist sehr schön, auch die Dings bekommen. Die Memory. Tür müsste hier oben, glaube ich, gewesen sein. Ja, das war sie. Ich würde gerne noch zu einem Boss kommen. Dead End, huh? Wait, there's something fishy about those glowing points. Maybe I can use them to make my way up. RT, you can grab onto glowing blue points, okay. Das haben wir schon mal, sehr schön. Okay, das ist cool. Hier noch irgendwas? Nee. Ja. Hätte ich nicht gucken müssen. War ich aber neugierig. So. Jetzt können wir weiter. Nochmal Forge. 300 brauchen wir dafür. 150, den Hammer können wir auch nicht machen. Aber wir haben die Forge zumindest. Von daher soll das okay sein. Ich
Okay, macht nicht mehr Damage, der Hammer. Das Ding geht schnell weg. Kannst du mitkommen? Ja, perfekt. Achso, da ist ein. Yep. Perfekt. This place is a maze. Gotta find my way out. Das wird gut, ja. Da geht's runter. Kommen wir hier durch? Nee. Das hat weh. Er lebt noch. Okay. Tendrapier. Nice. Wir machen hier mal einen kurzen Cut. Wir gehen nochmal auf den Bossfight ein. Ich muss aber erstmal einen finden. Ja, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Bossfight. A few moments later. Ich glaube, wir haben unseren ersten Boss gefunden. It's a pleasure to meet you. I'm Yuri Alpha, one of Netherrick's Pleiades. Supreme Worm Lord Ains has instructed me to defend this area. But acting though, four eyes, I don't have time to play with you. Get out of my way before I make you. Was, eine Brille trägt? Really? Yeah, I want to watch that tongue of yours. Let it get you into trouble. Let's go. What? Now a little test to see if you are worth my effort. Present to you your first opponent. I will be waiting further in. I pray that you will live long enough to join me. Ist er jetzt wirklich... Ja. Das ist ein bisschen... Ja, ich bin ihm reingedodged. Bin nochmal... Das Dodgen ist ein bisschen so das Problem. Ich bin halt gewöhnt, in die Richtung zu dodgen, in der ich drücke. Das hat's hier nicht. Man dodgt immer in Richtung... Lass mich das Schwert nochmal holen hier. Man dodgt eben immer in Richtung. So, ja, wir hatten das ja gerade schon. Man dodgt immer in Richtung Rücken. Hey! Warum stehst du da? Ach, come on, als ob ich da nicht durch ihn dodgen kann, oder darf ich nicht durch ihn dodgen? Ja. Machen wir es halt so, ist mir auch Wurst, Kollege, ganz im Ernst. So, aber das war doch nicht ganz der Boss, ne? Gucken, ob sie jetzt hier kommt.
Wir haben jetzt hier nochmal unsere Chance aufzuleveln. Das wir natürlich auch wahrnehmen. Jetzt keine Hallen hier. Wir dürfen auch nochmal speichern, das ist sehr schön. Sieht mir nach Bossroom aus, ja. So, hier können wir nochmal Sachen looten. Das sollte doch jetzt Bossraum sein, hoffe ich. Wir haben hier ein Kabel, was wir durchschnibbeln können. Zwei Kabel. Da ist sie. Bonja, looks like your precious great tomb of Nazareth isn't half as tough as you made it out to be. Hihi. You have to do better than that if you want to challenge the mighty Clementine. Oh, this is just too much. While I have been instructed, my Lord Ains merely to collect data, I am far too provoked to restrain myself. What am I to do? Alles klar, wie? Suppose the only solution is to let my fists do the talking. Yuri Alpha. Hier darf ich nicht. Alter. Okay, ja. Und ich bin in sie reingelaufen, was mir weh tut. Zweimal in sie reingelaufen. Aber that's not her final form. Doch. Scheint so. Okay, Yuri Alpha ist ein Nabbel. Yuri Alpha ist jetzt nicht der krasseste Boss, oder? Bin ich jetzt doch nochmal in einem... Ah, ne. So you have to defeated Yuri Alpha. Good, I would have been disappointed if you had fallen so soon. Don't talk down to me, you pathetic elderlich. You think you're so high and mighty, I'll take you down. Bang. Yeah, andere Leute. Silence, Labrat. You will mind your tongue in the presence of Lord Ains, or I will rip it out. A paltry victory over you has given her an inflated sense of triumph. Lord Ains, allow me to go next. I return with her head on a silver platter. Let it be me, Lord Ains. I would relish in the opportunity to avenge my undead brethren. I appreciate your enthusiasm, but I fear that this experiment would be cut short if she were faced with a floor guardian so soon. We still have much data to collect for the great tomb of Nazareth. So for now, stand down. Understood. Now as for you, you should keep trying to escape. Your next foe will be an old acquaintance of yours. I trust that you will serve us well, fight and struggle to your heart's content. Mortal. Wonder who he's talking about. Okay. First Boss also erledigt. Wir kriegen richtig viele Seelen. Das ist das Ding hier unten, ne? Das ist, eben konnte ich sie nicht benutzen. Bringen mir aber auch nicht viel, die Dinger. Mal einfach nur, danke. So, das wollten wir, ein Save Point, das ist gut. So, zack. Aber ja, dann haben wir den ersten Bossfight auch gesehen. Dann soll es das an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wie gesagt, das Game ist gesponsert von Katapult bei Indie Boost. Schaut es euch an, die Links sind unten in der Beschreibung. Ich finde, es ist ein sehr schönes Castlevania-like Game. Ja, ansonsten schaut auch gerne bei Twitch rein, wenn ihr möchtet. Discord ist natürlich auch immer für euch offen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.